meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Disneyland Adventures Part 2. Ja, ihr seht, ich bin im Ladescreen. Im letzten Part sind wir sozusagen reingekommen, haben Autogramme gesammelt von Goofy, Donald und Mickey. Haben wir schon Fotos gemacht mit Mickey und Goofy. Donald war ein bisschen eitel, der hat seine Mütze auf dem Matterhorn verloren. Die haben wir jetzt und die bringen wir jetzt zu Donald. Das ist der Plan. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Ich habe in der letzten Folge das Beast getroffen. Leider können wir noch kein Autogramm von ihm bekommen, weil wir nicht das passende Autogrammbuch hatten. Vielleicht kaufe ich mir das ja demnächst. So, da müssen wir jetzt wieder zur Donald. Einfach dem magischen Bodenschweif folgen. So. Warum hier drüber? Was sind wir denn jetzt hier? Reiche Schammer? Die reicht noch nicht. Da ist Small World. Aber warum laufen wir zu Small World? Da ist Small World. Kann ich eine Runde fahren? Hi. Wo laufen wir denn hier hin? Oh, da ist Ariel. Oh, entschuldige. Ich hatte wirklich gehofft, wir könnten reden. Oh. Hallo. Hallo. Ich bin Ariel. Ich habe noch nie so viele Menschenmädchen getroffen. Oh. Danke, dass du mit mir sprichst. Na, schön, dass die Musik immer ist auf dem... Ist das nicht toll hier? Oh, es gibt hier so viele Dinge, die wir unten im Meer nicht haben. Könntest du mir helfen, ein paar Dingelhopper zu finden? Natürlich. Ich hätte gern mehr von ihnen in meiner Sammlung. Wenn du welche siehst, bring sie mir, bitte. Natürlich machen wir das. Aber zuerst möchte ich noch eine... Kriegen wir ein Autogramm? Das richtige Buch noch nicht. Nicht. Wir können in einem der Läden hier magische Münzen gegen das Buch eintauschen. Aber eine Umarmung. Und die Dingelhopper suche ich natürlich auch für dich. Oh, ich mag dich auch. Ich auch. Tschüss. Und denk daran, such Dingelhopper. Ich habe noch nie so viele Kinder gesehen. Okay. Und alle sind so glücklich. So, ich muss trotzdem jetzt erstmal Donald seinen Hut bringen. Was haben wir hier für ein Ding? Schild? Ach. Wenn der Märchenprinz einen gläsernen Pantoffel finden kann, Tuntum, finden wir dies. Halte die Augen auf. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas sehe. Also ich finde auch, diese Hidden Mickeys zu finden, ist auch ganz schön schwer. Hat Donald seine Position geändert oder warum sind wir jetzt in Toontown? Oder laufen wir jetzt... Ah ne, da ist Goofy. Stimmt, dann haben sie ihre Position geändert. Hallo, einen schönen Tag. Da. Hallo. Das stimmt. Ich bin auch noch nicht Splash Mountain gefahren. Gerne, Donald. Darüber reden wir noch, Donald. Süß. Das ist ein schönes Bild. Gefällt mir. So. Bestimmt. Das Bild ist für Mickey bestimmt. Aber er ist mein Gegner. Oh. Na gut, du kannst es ihm geben. Okay. Tschüss. Tschüss, Mickey von mir. Mach ich. Ach, hier, tatsächlich, Roland. Ich will mal shoppen gehen. Ah ja, da ist Mickey. Haben sie also ihre Position geändert. Oh Junge, du hast für mich echt alles gegeben. Das Fotoalbum ist vollständig. Was für eine tolle Überraschung für Minnie. Oh, weißt du was? Ich habe eine Idee. Weil du mir so viel geholfen hast, möchte ich, dass du Minnie das Album gibst. Oh. Da wäre die Überraschung noch größer. Ja. Okay. Tschüss. Und denk doch bitte an Minnies Fotoalbum. Grüß Minnie doch bitte von mir, wenn ihr sie seht. Dann gehen wir jetzt zu Minnie. Wo ist denn Minnie? Da lang. Oh. Ah ja, okay. War ja ein sehr weiter Weg. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe auch gepunktetes T-Shirt an. Das ist für mich. Wie lieb. Und du hast Mickey geholfen, nicht wahr? Oh, ich habe auch eine Kleinigkeit für dich.
Was denn? Erstmal ein Autogramm. Es ist mir eine Ehre. Wahrscheinlich ist das Autogrammbuch nur für die Toon-Charakter, also Mickey, Minnie, Donald, Goofy und so. Daisy vielleicht noch. 4 von 6, genau. Wahrscheinlich Daisy noch und ich weiß nicht, wer da noch fehlen könnte. So. Noch eine Umarmung. Ich auch. Okay, was hat sie jetzt für uns? Sammle alle Dingelhopper. Oh, ich habe einen Anstecker, einen Pin. Also meine nächste Aufgabe ist Dingelhopper sammeln. Oh, hier liegt Geld rum. Dann sammeln wir das mal ein. Okay. Also die Bodenmarkierung zeigt uns den Weg zu dem Dingelhopper. Warum habe ich das Gefühl, dass alle ohne mich irgendwo hingehen? Ja, unsere nächste Aufgabe ist in die Dingelhopper. Aber ich weiß nicht, sind das kleine Gabeln, sind das große Gabeln? Wo läuft der denn hin? Ich folge jetzt einfach mal diesem Schweif. Gehst du zu einem Konzert? Ich liebe mich. Was ich toll finde, ist eben... Ah! Wir befinden sie. Herzlich. 1 von 3. Okay, dann müssen wir halt auch wohl im Schweif hinterher. Was ich eben noch sagen wollte, ist, ich finde das toll, wenn man mit den Charakteren redet, dass die Musik passend zum Film sich ändert. Suchen wir die übrigen auf. Oh, da ist der Hase. Wo geht denn jetzt der dritte hin? Warum beeilt sich denn keiner? Die Zeit, die ja, ich komme noch vorbei bei dir. Ich sammle erstmal die Dinge noch mal. Für Ariel. Ah, da ist er. Okay, haben wir jetzt alle? Wir haben ja alle gefunden. Jetzt bringen wir sie zurück und sehen, was passiert. Wir brauchen mal hier dieses andere Buch. Ich muss mal auf Main Street shoppen gehen. Das machen wir gleich, glaube ich. Direkt danach. Wir müssen unbedingt in It's a Small World. Ja, aber nicht jetzt. Und einmal zu Ariel. Und dann möchte ich shoppen gehen auf der Main Street. Hallo! Oh, könntest du herkommen? Das sind aber viele Dingelhopper. Jetzt kann ich sogar Skuttle ein paar abgeben. Oh, vielen Dank. Was kriegen wir jetzt von dir? Nix. Schwimm mal wieder vorbei. Okay. Okay, Stufe 3. Level up. So, jetzt möchte ich gerne auf die Main Street. Und da ist noch Geld. Dann sammeln wir das mal ein. Für dich. Wer hat einen Blaster für mich? Ich möchte zur Main Street. Mir erstmal ein Fotoalbum kaufen. Und vielleicht ein paar Ohren. Oh, hier ist noch Geld. Gehen wir mit. Also ich muss mir jetzt eigentlich meine Aufgaben suchen. So habe ich das jetzt verstanden. Das ist das Biest. Ich grüße dich. Ich dich auch. Ich bin total der Fan von dir. Also ich muss mir die Aufgaben suchen. So, da ist noch Geld. Das nehmen wir noch mit. Was haben wir da? Eine Statue. Hier ist noch ein Penny. Wir wissen ja, dass Disney-Merch teuer ist. Deswegen brauchen wir ja jeden Cent. So, jetzt bin ich wieder auf der Main Street, soweit ich weiß. Da geht's ins Tomorrowland. Die macht ganz schön viele Schritte, die arme Mädel hier. Bin ich richtig? Ja. Ich eigentlich. Ich gehe erstmal shoppen. Magischer Schweif auf dem Boden. Bam, 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 bam. So much fun. So, kann man hier jetzt reingehen? Nee. Geht nicht. Refreshment. Nee. Hier kann man reingehen, aber es ist so eine Spielearkade. Ich möchte was shoppen. Geht denn das? Ich möchte was kaufen. Goofy? Du warst doch eben noch in Toontown. Ruhig nach dem Weg.
Meistens weiß ich, wo ich bin. Market House? Ich möchte nur was shoppen. Wow, ein Feuerwerk! Feuerwerk. Okay, das ist eine Attraktion. Worauf wartest du noch? Winke, winke, winke! Ja, aber ich möchte gern was einkaufen. Erstmal. Bevor ich hier das Feuerwerk mir angucke. Sei gegrüßt. F zum Interagieren. Emporium. Das ist Willkommen doch mein Laden. Im Emporium. Ich bin sicher, eines unserer Fotoalben ist genau das Richtige. Mhm. Autogrammbücher. So, Prinzessin. Wow, 20.000, okay. Dann einmal das Prinzessinnen-Autogramm. Sehr guten Geschmack. Also, ich habe gesagt, Disney-Merch ist nicht günstig. So, was brauchen wir noch? Toy Story Schwindel-Autogrammbuch. Immer noch Helden. Ich weiß nicht, wer da alles drin ist. Buzz Lightyear, Aladdin, Prinz Naveen, Black. Bisschen Black Barty und Peter Pan. Was für einen makellosen Stil du hast. Okay, was gibt's sonst noch? Winnie Pooh, groß und klein. Schurken. Kostet nur 5.000, nehmen wir das auch noch mit. Du wusstest offenbar genau, was du wolltest. Gucken wir jetzt mal nochmal bei Kleidung, bevor ich hier alles für Autogrammbücher ausgebe. Kleidung. Hüte. Ist aber auch teuer. Nemo-Hut. Oh, na, da ist Minimaus-Hut. Der gefällt mir schon mal gut. Ja. Gehen wir erstmal. Was haben wir denn noch? Wir haben Minimaus-Hüte. Wir haben Kostüme. Oh, ich kann als Belle rumlaufen. Prinzessin Aurora. Clara. Schneewittchen. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal den Minimaus-Hut für den Anfang. Yep. Oh, eine gute Entscheidung. Sieht sie nicht süß aus? Ansonsten, was haben wir noch? Oh, ein Pin. Chip and Chap Anstecker. Ja, dann kaufen wir uns den doch mal. Ja, 5.000 für einen Pin. Einkauf. Das Schnäppchen. Porträtanstecker. Kaufen wir auch noch. Wir haben es ja. Sehr guten Geschmack. Okay. Dann können wir uns doch noch die ganzen Autogrammbücher erstmal. Ah ne, es gibt noch Fotoalben. Main Studios Entdeckeralbum. Fotopassalbum. Kaufen wir das jetzt einfach mal. Perfekte Wahl für dich. Kaufen wir jetzt mal alles, was geht. Ah nein, ich wollte es auch kaufen. Shoppen. Oh, eine gute Entscheidung. So. Welche brauchen wir denn jetzt noch an Autogrammbüchern? Die sind ja nicht so teuer. 5.000, das geht. Kaufen wir das mal. Es ist ein Vergnügen, eine Kundin mit gutem Geschmack zu treffen. Ja, damit wir halt die Autogrammbücher haben, werden wir die Charaktere treffen. Sehr guten Geschmack. Und nicht immer dann hin und her laufen müssen. Du hast eine Wahl getroffen. Jo. Okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Geld dafür und dafür auch nicht. Okay, also zwei Autogrammbücher fehlen uns noch, aber... Oh, guck mal. Meiner schönen Mütze. So. Wo zeigt denn jetzt der Pfeil hin? Wollen wir jetzt das Feuerwerk machen, wenn wir schon hier sind? Sollen wir mal gucken? Na, gucken wir mal. Winke! Das Feuerwerk. Fireworks Spectacular.
Ich bin... Achso, ich muss da drauf klicken. Du willst die Feuerwerkskörper abfeuern, bewege WASD und schieße mit E. Okay. Du kannst Feuerwerkskörper lenken, indem du... Okay. Drücke leer, wenn du eine neue Art von Feuerwerkskörper zünden möchtest. Okay. Dann mache ich jetzt mal mein Feuerwerk. Willkommen in der Welt von Spaß und Magie. Heute Abend bist du ein Imagineer und inszenierst ein tolles Feuerwerk für alle. Okay. Oh, das war ich. Ich weiß noch nicht ganz, wie das hier so funktioniert. Ich sollte vielleicht kein Imagineer werden. Irgendwie komisch. Soll ich die jetzt einfach abschießen? Also das spektakulärste Feuerwerk ist es jetzt nicht. Gab's schon mal bessere? Geheimnisse. Aha. Ist gar nicht so einfach. Was ist ein Geheimnis? Hidden Mickey war das doch. Ich schieße die jetzt einfach ab. Hol mal beide Hände. Aha, aha. Also ich werde definitiv kein Imagineer. Neues Feuerwerk. Hat das auch immer nur ein Ende? Also ich fand das Matterhorn-Game auch schon irgendwie lang, aber die Minigames sind ein bisschen lang. Okay. Ah, jetzt wird's mal ein bisschen schöner. Aber hier, jetzt geht's rund. Ich feuer die ganze Zeit immer ab. Da ist wieder ein Hidden Mickey. Nein, nicht. Und noch einer. Stopp! Nicht abhauen. Nein. Naja, so schlecht bin ich anscheinend gar nicht. Also da war ja Illuminations ja sogar besser. Das ist mein Feuerwerk hier. Yay. Toll. Siehst du das? Du hast überall in Disneyland Magie verbreitet. Naja. Ich war jetzt nicht so begeistert von meinem Feuerwerk, aber gut. Oh, haben wir sogar sehr viel Geld dafür bekommen. Können wir uns direkt noch die Autogrammbücher holen. Nein, machen wir beim nächsten Mal. Wir erkunden jetzt noch ein bisschen den Park. Beim Beast können wir jetzt mal gucken, ob wir jetzt das Foto machen können. Oder ob wir noch immer noch andere Fotobücher dafür brauchen. Die Zeit geht irgendwie so schnell vorbei bei dem Spiel.
gefühlt gar nichts gemacht. Das ist der Bart schon wieder gleich vorbei. Naja, ich war ja shoppen. So, dann würde ich sagen, Gegenstände, Disney-Schloss und Feuerwerk-T-Shirt wurden freigeschaltet in den Läden. Ah, schön. Ich weiß nicht, wo dieser Lichtschweif hin möchte. Hast du schon ein Foto mit Goofy gemacht? Ja, hab ich. Goofy habe ich, Donald und Mickey. Mit Minnie habe ich jetzt kein Foto gemacht, das stimmt. Ich weiß nicht, wo der hin möchte. Komm hier. Naja, ich wollte eh in die Richtung, weil ich nochmal das Biest ansprechen wollte. Plaza Inn. Ein Foto. Was kann man damit interagieren? Nee. Ist das ein Fotopass-Ding, was nicht funktioniert? Hm. Jetzt führt er mich nach Tomorrowland. Gut, hier waren wir ja auch noch nicht. Dann schauen wir mal. Ach, wir brauchen Blaster. Okay, hier ist aber noch Geld. Das holen wir noch. Hallo, Buzz. Na? Astro Blasters. Hallo, junge Bürgerin. Du bist jetzt Star Command Kadettin unter Leitung von Buzz Lightyear. Du kommst gerade rechtzeitig. Der böse Imperator Zurg wurde in diesem Quadranten gesichtet. Ich wurde von Star Command ermächtigt, Schutzbewaffnung an die fähigsten Kadetten dieses Systems auszuteilen. Gratulation, du gehörst dazu. Behandle deinen Blaster mit Respekt. Ist eine mächtige Waffe, aber für Kadetten wie dich mit Sicherheitssensoren ausgestattet. Dein Blaster wird nur in genehmigten Bereichen und auf genehmigte Ziele feuern. Die Sicherung wird entsperrt, wenn du deinen Blaster ziehst. Dann musst du nur noch zielen und feuern. Denk dran, Space Ranger setzen solche Waffen nur in extremen Notfällen ein. Okay. Denk dran, Kadettin. Benutze deinen kosmischen Blaster weise und respektiere die Bürger, die du zu schützen geschworen hast. Exzellente Arbeit. Du bist bereit für die nächste Trainingsstufe. Testen wir deine Reflexe und verbessern deine Ausdauer. Mal sehen, wie weit du schon bist. Folge mir, Kadettin. Ich hab dann ein Autogramm. Alles klar, Boss. Hervorragend, Kadettin. Gut gemacht. Kommt jetzt. Genau. Vergiss nur nicht zu atmen. Immer nicht. Sehr gut, Kadettin. Sehr vielversprechend. Das Space Ranger Corps wird stolz sein, dich als Mitglied zu haben. Da du jetzt den harten körperlichen Trainingstest bestanden hast, musst du eine Space Ranger Uniform bekommen. Dies ist sicher ein emotionaler Moment für dich, aber versuche bitte ruhig zu bleiben. Okay, erstmal ein Autogramm. Mein Autogramm? Sicher. Warte, das ist kein Bestellauftrag der Außerirdischen. Oh, hier kann er schreiben. Oder? Im Park hat er nur einen Stempel. Danke. So, was können wir noch machen? Helden. Eins von fünf. Ranger, bis zur Unendlichkeit. Oh, noch viel weiter. Und vergiss nicht, dir deine Space Ranger Uniform zu besorgen, Kadettin. Bis dann. Okay. Die Welt zu retten. Space Ranger? Oh, ich habe einen Pin bekommen. Ich verrate nicht. Im Laden. Okay, dann gehen wir mal wieder shoppen. Wir waren ja nicht erst shoppen. Oh, hier ist noch Geld. Ich glaube, Geld bekommen wir echt genug hier in dem Spiel. Dann gehen wir denn in welchen Laden? Schau her, ist leicht. Also der Text ist immer super schnell weg. So schnell kann ich gar nicht lesen. Wie kann denn ein Kind so schnell lesen? Gar nicht. Willkommen beim Star Trader. Wir haben Hallo. Eine große Auswahl an Kostümen für dich. Ja, ich brauche ja das Space Ranger Kostüm. Da. Oh, 30.000. Naja, dann. Du hast eine gute Wahl getroffen. Das sieht aber cool aus. Gibt's auch was für den Kopf dann? Weil das ist jetzt was Passendes für den Kopf noch. Finde ich jetzt persönlich. Kein Geld mehr. nee, gibt's nicht. Nemo-Hut. Nee, brauche kein Nemo-Hut. Okay, dann habe ich jetzt mein Space Ranger Outfit. Wie kann ich mich dann eigentlich mal umziehen, wenn ich mein Mini-Outfit wieder anziehen will? Aber die Uniform ist schon cool. Guck mal, wie süß sie aussieht. Als Buzz. Was ist denn hier Buzz? Da ist Buzz.
Schau mal, Buzz. Guck mal. Sieht aus wie du. Hallo. Willkommen, Rekrutin. Ich weiß, du wirst den Beitritt zu Star Command nicht bereuen. Zu unserem ersten Auftrag. Wir haben Aufklärungsmissionen mit unseren außerirdischen Verbündeten durchgeführt. Leider ging etwas bei der Übermittlung ihrer Fotos schief. Guck mal, wie süß sie aussieht. Bilder neu aufnehmen. Das verlangt große Beobachtungsgabe. Also halt die Augen offen. Okay, streng geheime Aufklärungsdaten erhalten. Alles Gute, Kadettin. Und vergiss nicht, die wertvolle Aufklärungsarbeit fortzuführen. Das wäre dann alles. Okay, also. Mach einen Vogel. Ich kann geduldig sein. Kann ich jetzt noch ein Foto mit dir machen? Oh, da ist mein Blaster. Hab nie Angst, einen Space Ranger anzusprechen. Nein, noch nicht. Du musst dir erst das richtige Album holen. Okay. Ich habe ein paar in den Läden gesehen. Dann erfüllen wir die streng geheime Buzz Lightyear-Mission im Buzz Lightyear-Mission. Die streng geheime Buzz Lightyear-Mission im nächsten Part, denn ein Part ist schon wieder vorbei. Ich glaube es gar nicht. Also es geht super schnell vorbei. Wir haben ein wahnsinnig tolles Feuerwerk gemacht. Wir waren shoppen und haben natürlich Donalds Mütze abgegeben. Genau, also das war Part 2 von Disneyland Adventures. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im Part 3 wieder.